Das schadet uns mehr als Russland, ist einfach nicht wahr. Sie wirken massiv in Russland. Putin hat sich entschieden, diesen Weg, den alle in den letzten Jahrzehnten gegangen sind, nach dem Zweiten Weltkrieg, auf Diplomatie, auf Verhandlungen, auf völkerrechtliche Verträge, auf UNO und sonstige Institutionen zu setzen, verlassen. Und hat sich entschlossen, wieder einen Angriffskrieg zu führen, um seine politischen Interessen durchzusetzen. Ich glaube nicht, dass Europa sicher ist, wenn wir ihm das durchgehen lassen. Ich verstehe nicht, wieso eine FPÖ lieber unter dem Joch als Putins, als Gaskolonie lebt, als selbstbewusste, starkes Österreich, auch wirtschaftlich starkes Österreich in einem vereinten Europa, das in der Lage ist, die Stirn zu bieten. Und wirtschaftlich sind wir natürlich in der Lage, die Stirn zu bieten. Wir wären auch in Europa militärisch in der Lage, die Stirn zu bieten.